Einen wunderschönen Abend heute, einen Tag nach der Trump-Wahl. Unglaublicher Upset, keiner hat sich das gestern vielleicht noch denken können. Und für mich, der absolut keine politische Diskussion will, auch nicht irgendwie versucht, das wertend zu machen. Ich bin einfach jemand, der aus mentaler Einstellung hier für mich einfach rausziehen will, was sind fünf Dinge, die ich für mich aus dieser Wahl, aus diesem ganzen Ablauf hier raus und mitnehmen will. Und diese fünf Dinge möchte ich euch hier in diesem Facebook Live mitgeben. Wichtig ist mir Folgendes: Ich möchte hier überhaupt keine politische Diskussion. Also, wenn irgendjemand in den Nachrichten, also hier in den Messages, irgendwie Hassnachrichten oder irgendjemand politischen Nachrichten reinschreibt, den niemand hier, ich lösche dich raus von diesem Facebook Live, hier ist hier absolut fehl am Platz, weil hier ist überhaupt nicht darum, ist Trump schlecht, ist Trump gut, ist Clinton schlecht, ist die Clinton gut, das ist nämlich auch absolut hier nicht im Interesse. Die meisten, die hier zusehen, die trifft es sowieso nicht, dürfen nicht abstimmen, dürfen nicht abstimmen, es ist von dem her relativ egal, wir müssen also auf die Dinge fokussieren, die wir beeinflussen können, und die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, da können wir maximal daraus lernen. Und das möchte ich genau in diesem Video eben auch machen. Bis ein paar andere Leute noch reinkommen, mal so eine ganz kleine Geschichte auch. Ich war ja in meiner Highschool-Zeit in Amerika. Ich habe dort in der Highschool gelebt. Ich habe immer noch ganz, ganz, ganz viele Freunde in Amerika. Und es war natürlich ein sehr aufregendes Thema. Es heißt immer so, zwei Themen, die man nie diskutieren sollte. Einmal Religion, einmal Politik. Und das war natürlich so ein Dauerthema. Und ich glaube aber, dass das doch recht spannend ist. Gerade bei der Wahl, glaube ich, es war sehr eigenartig und sehr einzigartig. Und ich, aus dem Grund habe ich auch wirklich ein paar Dinge, die ich da einfach teilen möchte. Und ich bin gespannt, was ihr für Feedback habt. Also ich freue mich da natürlich über Kommentare. Ich freue mich über Input, über Fragen. Solange es natürlich nicht unter die Gürtellinie geht und auch überhaupt nicht irgendwie politisch angreifend ist. Denn es ist hier überhaupt nicht das Thema. Wie stehe ich erstens mal generell zu dem Ganzen? Wie gesagt, ich sehe bei beiden Kandidaten Vor- und Nachteile. Also das heißt, ich hätte genauso mit einer Clinton-Präsidentin, die Vor- und Nachteile gesehen hätte, dann ein Video draus gemacht. Und ich sehe es bei Trump genauso. Und ich werde euch generell da jetzt ein bisschen dazu noch was erzählen. Also starten wir mal rein. Fünf Dinge, die ich aus dieser ganzen Wahl bzw. aus diesem Trump-Sieg rausgenommen habe. Und zwar das allererste, und das ist schon etwas, das mich immer wieder daran erinnert ist, wie wichtig heute diese Fähigkeit der Aufmerksamkeitsgenerierung ist. Aufmerksamkeitsgenerierung bedeutet, das ist so eine wichtige Fähigkeit heute, mit diesem ganzen Lärm, der um uns rum ist, und zwar sozialer Medialärm. Und das merkt man als Unternehmer heute enorm. Es ist einfach so viel da draußen los und es ist so schwer rauszustechen, irgendwie so einfach was Spezielles zu sein, dass Leute auf einen hören. Und da muss man einfach Trump das geben. Er hat es extrem gut geschafft in dieser ganzen Wahl. Es gibt da diese Vergleiche zwischen dem, was die Clinton für Medien ausgegeben hat und Trump. Und das ist einfach unglaublich. Auch wenn Trump das natürlich teilweise in einem extrem schlechten Licht macht, das sei mir einfach dahingestellt. Es ist einfach diese Fähigkeit, Lärm zu erzeugen, und zwar Lärm, auf den geachtet wird. Und was ich da für mich oft mitnehme, ist, dass ich oft manchmal auch versuche, vielleicht eben nicht irgendwie Unruhe zu schaffen und dann vielleicht mal ein bisschen stiller bin. Und das ist aber etwas, was meiner Meinung nach teilweise echt ein kleiner Fehler ist, dass man eben auch sich da wirklich eine Scheibe abschneiden muss und einfach mal sagen muss, okay, jetzt bin ich mal laut, ich gehe jetzt da mal raus, ich verursache ein bisschen Chaos und ein bisschen Unordnung, aber ich kriege dann diese Aufmerksamkeit. Und ich glaube, Trump hat das extrem gut vorgezeigt. Und das hat ihm sicher einen Vorteil verschafft in dieser Wahl. Weil er hat einfach ganz viel kostenlose Presse, kostenlose Werbung bekommen. Wenn sie auch oft schlecht war. Aber Werbung ist Werbung und sie war halt einfach mal da. Das Zweite, was ich aus dieser ganzen Wahl mitgenommen habe, ist, wie falsch und wie einseitig Medien berichten. Und das hat nicht nur mit dieser ganzen Wahl zu tun, es war einfach wieder richtig
unglaublich, das nochmal mitzuerleben und mitzusehen, weil für mich das hier einfach nochmal krass war, wie diese Medien polarisierend da waren. Und das, da geht mir jetzt gar nicht darum, das irgendwie zu verurteilen, dass ich irgendwie sage, ich bin pro oder gegen Trump, das ist nicht, ich bin da absolut neutral, sondern für mich geht es einfach darum zu sehen, wie Medien hier wirklich in eine Richtung gehen, und wenn die das in einem Bereich machen, dann machen die das in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich sehe das in ganz vielen anderen Dingen, wo auch die Medien, woher kommt das, natürlich voneinander abschreiben. Das heißt, eine Sache kommt raus, die anderen schreiben voneinander ab. Und ich glaube, dass das für uns, die ja doch von den Medien schon sehr kontrolliert und gesteuert sind, dass wir da auch wirklich nochmal aufpassen müssen für viele Zukunftsdinge. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, und ich habe mir extra Screenshots gemacht als Erinnerung, ich habe gestern am Abend mir Screenshots gemacht von den Wahlwahrscheinlichkeiten. Und da lag Clinton mit 80-20% vorne. Das muss man sich mal vorstellen, 80-20%. Das heißt, gestern war die Wahrscheinlichkeit, dass Clinton gewinnt, 80%. Und dann gewinnt Trump, und nicht mal knapp. Es war zwar so, dass die Clinton die Mehrheit der Wähler hat, aber die Staatenaufteilung geht an den Trump. Das ist halt so eine amerikanische Besonderheit in dem Wahlsystem. Das ist dort möglich. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, es war nicht knapp in dem, wie die Wahl dann ausgegangen ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Wie kann das sein, dass gestern 80% war und heute gewinnt Trump? Und das, die Lektion daraus ist für mich, und ich bin wissenschaftlich, ich bin Mediziner, und das ist für mich sowas Relevantes, glaube nie einer Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Geh nie her und vertraue einfach blind jemanden, nur weil er etwas sagt. Ganz im Gegenteil. Kontrolliere, schau dir die Daten an. Und was dann rausgekommen ist, und das ist ja das ganz Interessante, dass diese ganze Wahrscheinlichkeitsberechnung, es war dann natürlich Riesenkritik an diese Wahrscheinlichkeitsfirmen. Und die Wahrscheinlichkeitsfirmen haben dann gesagt, ja, der Grund, warum das so war, weil wenn die Clinton um 1% die Mehrheit hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie gewinnt. Wenn sie aber nur 0,25% weniger Wahrscheinlichkeit hat, dann fällt die gesamte Wahrscheinlichkeit um. Kein Mensch hat das hinterfragt, hat sich das angeschaut. Jeder hat nur gesehen, die Clinton gewinnt zu 80%, hat aber nicht geschaut, auf welchen Faktoren das sich beruft. Und dann gewinnt Trump Florida und plötzlich reicht es nicht mehr aus und die ganze Wahrscheinlichkeit, da sieht man diese Kurven, fallen komplett zusammen. Und das ist für mich unwahrscheinlich und unvorstellbar und ist für mich auch wieder eine richtige Watsche ins Gesicht, dass wenn ich, und ich bin ja jemand, der sich ganz oft Studien durchliest, dass man diese Studien nicht einfach nur für bare Münze nimmt, sondern dass man einfach mal hergeht und sagt, was kommt denn da eigentlich raus? Und nur weil irgendein schlauer Mensch da draußen behauptet, dass das so ist, heißt es noch lange nicht, dass das so ist. Weil wenn das so wäre, dann wäre es jetzt schon viel klarer geworden, wie das Ganze ausgegangen wäre. Und das ist für mich einfach nochmal eine ganz, ganz, ganz massive Erinnerung. Bringt mich zu Punkt 4. Und da muss man einfach Trump echt höchsten Kredit geben, also höchstes Feedback, auch wenn man jetzt vielleicht nicht ein großer Fan von ihm ist. Es hat, für mich ist dieser Spruch, das Ganze, also etwas ist erst vorüber, wenn die dicke Frau mit dem Singen aufgehört hat. Und dieser Spruch, den hat auch Erwin Geisler bei mir im Podcast gesagt, das ist erst vorüber, wenn die dicke Frau mit dem Singen aufhört. Und das war für mich einfach nochmal ein schönes Beispiel, das zu sehen. Ich bin nicht pro Trump, ich bin nicht gegen Clinton, ich bin nicht pro Clinton, ich bin nicht gegen Trump. Sondern wie gesagt, ich will mir das einfach neutral anschauen und lerne für mich das raus. Und man hat einfach gesehen, dass Trump, obwohl alles gegen ihn gestanden ist, bis zum Schluss Gas gegeben hat, bis zum Schluss gekämpft hat. Und es ist doch gerade für uns Unternehmer, für die mentale Einstellung so wichtig, sich da mal ein Beispiel rauszunehmen, dass man sich, auch wenn sich alles gegen einen stemmt, wenn die ganze Welt den Teufel durch ihn an die Wand malt, dass man trotzdem hergeht und sagt, hey, ich kann das machen, ich kann das durchziehen, ich gebe da Vollgas und ich garantiere euch jetzt schon eines, in ein paar Jahren, vielleicht sogar erst Jahrzehnten, wird dieser Wahlablauf in die Geschichtsbücher dadurch eingehen, wie wichtig es ist, sich gegen die Wahrscheinlichkeiten zu stellen, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, sondern an sich selber zu glauben. Und das muss man Trump auf jeden Fall zugute halten, denn das war natürlich schon unglaublich. Ich weiß nicht, ob unser Eins, wenn sich die ganze Welt gegen einen dreht, trotzdem weitermacht, das muss man mit höchsten Tönen einfach mal sagen. Also von daher würde ich von meiner Seite auch ganz klar sagen, höchsten Respekt,
Denn das ist schon unglaublich, dass man da wirklich diese Selbstsicherheit hat, auch wenn er das vielleicht ein bisschen ins Extreme hat, aber das ist schon wirklich unglaublich. Und da natürlich, es ist erst vorüber, wenn die dicke Frau mit dem Singen aufgehört hat, denn viele haben gestern schon die Clinton als Siegerin gefeiert und was ist heute? Heute hat Trump gewonnen, also wirklich unglaublich. Das war so Lektion 4 von mir. Und Lektion 5, und die habe ich wirklich selber ausgeführt und wer meine ganzen Sachen schon länger verfolgt, der weiß, dass ich das bei Brexit genau gleich gemacht habe vor ein paar Monaten. Und auch mit allen, mit denen ich 1:1 Trainings mache, vor allem wenn es ums Finanzielle geht, haben wir immer die gleiche Strategie. Genau vor solchen Entscheidungen gehen wir her, wenn es oft ganz eindeutig für eine Richtung aussieht. Dass wir auf die andere Sache wetten. Wir haben gestern am Abend zum Beispiel, und auch das habe ich mit ganz vielen anderen aus meinem 1:1 Trainings auch gemacht, haben wir auf einen Trump-Gewinn gewettet. Das heißt, es war eigentlich alles in die Gegenrichtung. Und wir haben an der Börse auf einen Trump-Gewinn gewettet. Es geht über bestimmte Aktien, dass man einfach darauf wettet. Und was ist passiert? Passiert ist, dass wir extrem günstig diese Wetten eingekauft haben. Und wir haben massivst gewonnen. Warum? Weil wir halt diese Minderheit waren. Niemand anderer hat geglaubt, dass genau das passieren wird. Und das ist aber etwas, das was ich jedem mitgeben kann. Und es gibt dieses schöne Buch, das ist ein wirklich gutes Buch, das Gesetz der Massen. Das kann ich jedem mal empfehlen zu lesen. Und in diesem Buch wird es auch beschrieben, wie wichtig es ist, dass man nicht der Masse nachläuft, sondern dass man seine eigene Meinung hat. Und wir haben das gestern am Abend, wo wirklich 80% Clinton waren, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wir verlieren jetzt da unser Geld an der Börse, weil wir darauf wetten, dass der Trump gewinnt. Und heute wache ich auf um 4.30 Uhr, konnte nicht schlafen und wache dann auf und schaue rein, da sehe ich schon Trump-Wahrscheinlichkeit 60%. Denke ich mir, unglaublich, und schaue meine Aktien an, boah, die schießen rauf. Ich hab Vierfachung gehabt, wir haben nur eine ganz kleine Summe reingewettet, weil es war natürlich riskant. Aber ich mit den ganzen anderen, mit denen wir 1:1 Trainings machen, ist es natürlich komplett nach oben geschossen. Die Lektion daraus ist das folgende, die Lektion ist, nicht der Mehrheit einfach blind nachlaufen, sondern für sich seine eigene Meinung zu machen, sich trauen, einfach auch mal gegen die Masse zu stellen. Denn nur so kann man da auch wirklich was gewinnen, was sonst der Markt nicht einfach hergibt. Das sind meine 5 Punkte, ich fasse die nochmal zusammen und da möchte ich überhaupt, ich muss das mal kurz da blockieren, unglaublich, was da immer auf Block-User. So. Also, muss man echt mal sagen, es ist unglaublich, was da teilweise für Leute rumlaufen. Also, herzlich willkommen, freut mich. Ich kriege dann ganz gerade gleich viele private Nachrichten. Danke für die ganzen Herzen. Super nett. Also, das ist keine politische Diskussion, das ist mir auch echt wichtig. Es geht hier nicht pro Trump, gegen Trump, pro Clinton, gegen Clinton. Es geht einfach darum, was sind so Lektionen, die man da rauszieht. Und das waren eben die 5, gerne nochmal die Wiederholung anschauen. Auf der einen Seite die wichtigste Währung, Aufmerksamkeit, wie man mit den ganzen Medien umgeht, wie man die Vorhersagen anschaut, kontrolliert bzw. auch hinterfragt. Und das vierte, es ist erst vorüber, wenn die dicke Frau aufgehört hat zu singen. Das war für mich, glaube ich, total wichtig auch nochmal. Und nicht der Masse folgen, sondern einfach mal gegen den Strom. Und Nils, wir haben halt geschrieben, ich glaube, so schlimm war es ja dann gar nicht. Ich glaube, machst alles richtig. Also von dem her ist, glaube ich, alles tipptopp. Und genau, wenn jemand von euch, das ist ja so der Abschluss, Interesse hat an 1:1 Trainings für diese ganzen Sachen, dann schickt einfach meinem Team eine E-Mail. Ich schreibe dir auch nochmal rein, team@julianhoss.com, und dann schauen wir uns an, was ihr da genau braucht, wie wir da zusammenarbeiten können und können wir das gerne nochmal im Detail besprechen. Mit dem, danke für diese ganzen Daumen hochs, danke für die ganzen Herzen und ich freue mich, wenn ich öfter was von euch höre, Feedback bekomme. Mit dem, hey, ganz viel Erfolg, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, dominieren, statt nur zu kämpfen. Und wir machen mehr von diesen Facebook-Lives. Danke auf jeden Fall. Liebe Grüße. Ciao.